Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin für euch auf dem MBC unterwegs, hier am Stand vom Arkos und habe in meiner Hand ein ganz spannendes Gerät. Das ist das Arkos Diamond 2 Plus. Spannend, weil es für den Preispunkt von 299 Euro, das soll es nicht im Juni in Deutschland in Handel kommen, einiges bietet. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen aus der Nähe an. Wir sehen es hier schon vorne drauf, ein 5,5 Zoll Display, eine Full HD löst die ganze Sache aus, was meiner Meinung nach auch meistens reicht. Und die Ränder sind recht schmal. Ich mache hier mal einen hellen Hintergrund. Und hier sehen wir das schon, also das hat dann eine ganz gute Ratio von Lichtdisplay zu Display und ist für die 5,5 Zoll noch relativ kompakt. Unten sehen wir auch, die Softkeys sind nicht im Display, was ich persönlich auch immer ganz gerne mag. Hier oben haben wir übrigens eine 8-Megapixel-Kamera, die soll dann in der finalen Version auch mit einem Frontblitz kommen, den ich jetzt hier nicht sehe, aber wie gesagt, es handelt sich hier auch um einen Prototypen. Hinten auf der Rückseite haben wir auch noch zwei Besonderheiten. Zum einen, sieht man schon ganz deutlich, hier ist ein Fingerprint-Sensor mit dabei, der hier auch noch nicht funktioniert, wird aber noch kommen, logisch. Hier haben wir auch die zweite Besonderheit auf der Rückseite, das ist eine knapp 21-Megapixel-Knipse, wo der Sensor von Sony geliefert wird. Und die hat hier nicht nur einen Dual-LED-Blitz, sondern wir sehen hier, wie man es von einigen LG-Geräten kennt, auch einen Laserfokus, dass man zumindest auf kurze Entfernung schnell fokussieren kann. Ansonsten ist die Rückseite ja hier so aus einem weißen, glatten Plastik. Das ist jetzt wiederum was mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt. Wir sehen hier auch Fingerabdrücke ganz deutlich. Aber na gut. Der Rand, wenn wir uns anschauen, der ist aus Metall. Das ist wieder sehr nett gemacht. Und hier sehen wir den On-Off-Taste auf der linken Seite. Und hier den Schlitten für die SIM-Karte und einen Kombi-Slot für SIM-Karte und Micro-SD-Karte, womit man dann den internen Speicher erweitern kann, der übrigens mit 64 GB ohnehin schon sehr groß bemessen ist. Gehen wir hier auf die obere Seite, sehen wir hier zum einen den Klinkenstecker und die Aussparung für die Kamera. Offensichtlich kein zweites Mikrofon, um die Geräusche, Umgebungsgeräusche auszublenden. Und auf der linken Seite, ja, das ist dann wohl der On-Off-Button und hier die Laut-Leiser-Wippe, dann wird das hier wahrscheinlich ein dezidierter Foto-Button sein. Wenn wir hier nach unten kommen, sehen wir noch was in der Preiskategorie nicht Standard ist, nämlich einen USB-Typ-C-Stecker zum schnelleren Laden und schnelleren Datenübertragen. Hier links und rechts Aussparungen für die Lautsprecher, also das suggeriert Stereo-Lautsprecher, aber das weiß ich so jetzt natürlich noch nicht. Was wir jetzt nicht sehen und was auch wirklich eine Besonderheit ist, hier taktet der MediaTek P10 drin und der wird von ganzen 4 GB RAM unterstützt. Das habe ich bisher ehrlich gesagt nur in den Flaggschiff-Modellen gesehen. Also wie ich finde, ist das ein äußerst spannendes Gerät und wenn es dann mal in Handel kommt für 2,99, wissen Sie ja, geht ja auch relativ schnell der Preis dann noch ein bisschen runter, könnte das durchaus eine Überlegung wert sein. Ich freue mich auf jeden Fall, hoffe, wir haben das Gerät bald mal in der Redaktion, dass ich das auf Herz und Nieren testen kann. Ansonsten verratet mir doch eure Meinung zu dem Gerät unten in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, liebe Freunde.